Was passiert, wenn man sogenannte Yield-Bearing Tokens, also zinsenzahlende Stables, zum Yield-Farming verwendet? Ganz genau. Zinseszinseffekte und eine Rendite-Turbo werden gebildet. Wir zeigen euch heute ein Beispiel, wie ihr vollautomatisch mit solchen Stables über 20% pro Jahr erwirtschaften könnt. Auf geht's! So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Klassische Stablecoins wie USDC, USDT und weitere eignen sich hervorragend dafür, Schwankungen aus dem eigenen Portfolio zu entfernen und gewissen Kurskorrekturen zu entgehen. Allerdings liegt das dafür verwendete Kapital dann auch bei der Nutzung brach und erwirtschaftet keine weiteren Erträge. Genau dieser Umstand hat sich seit geraumer Zeit geändert, indem Zinsenzahlen die Stablecoins wie zum Beispiel der Savings DAI, der Maker DAO erzeugt wurden, aber auch der EUSD von Libra Finance und der USDM des Mountain Protokolls. Hier werden im Hintergrund verschiedene Renditequellen genutzt, um eine zusätzliche Verzinsung des Stablecoins zu erwirken. Allerdings muss man hier auch zwischen zwei verschiedenen Stablecoins unterscheiden. Es gibt einmal die sogenannten Non-Rebasing Stablecoins. Das sind die Stablecoins, die intern aufwerten. Das bedeutet, dass die Rewards, die im Hintergrund erwirtschaftet werden, das Eintauschverhältnis in andere Währungen aufwertet und somit wir hier auch keine Preisstabilität von 1 zu 1 sehen, sondern wie wir hier sehen, geht der Wert eben stetig nach oben, was dazu führt, dass ihr zu guter Letzt, wenn ihr aus dem Stablecoin wieder hinausgeht, mehr von einem anderen Asset bekommt. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Rebasing Tokens. Das sind diejenigen, die eine Preisstabilität von 1 zu 1 beibehalten wollen, damit das für manche Marktakteure eine bessere Kalkulierbarkeit eben ist. Und hier werden die Rewards entweder durch zusätzliche Ausschüttungen von zusätzlichen Stablecoins den Haltern zur Verfügung gestellt oder man muss über gewisse Mechanismen sich die Rewards holen. Vom USDM gibt es tatsächlich zwei verschiedene Stablecoin-Arten. Es gibt einmal den klassischen Rebasing-Token, der USDM als Ticker, der eben auch diese Preisstabilität von 1 zu 1 besitzt. Es gibt aber auch noch den gewrappten USDM, das ist tatsächlich ein Non-Rebasing-Token, der wertet also intern auf. Warum ist das so? Weil sogenannte Non-Rebasing-Tokens wesentlich einfacher in andere DeFi-Strukturen zu integrieren sind als die klassischen Rebasing-Tokens. Wir haben zum besseren Verständnis für euch extra noch einen sehr, sehr guten Artikel von CoinBureau herausgesucht, wo einfach so die wichtigsten Dinge über diese sogenannten Yield-Bearing Stablecoins erwähnt werden, wie sie einmal aufgebaut sind, welche Risiken, aber auch welche Chancen hier genutzt werden können. Wir verlinken euch den Artikel unten in der Videobeschreibung. Guckt euch diesen sehr gerne mal an. Wir werden jetzt im zweiten Teil dieses Videos so einen Yield-Bearing Stablecoin dafür verwenden, um ins Yield-Farming zu gehen, um also einmal die interne Rendite abzugreifen, aber auch noch zusätzliche Rendite über verschiedene Liquidity Pools in Anspruch zu nehmen und hier richtig abzusahnen. Bevor wir reinstarten, wenn ihr es schätzt, dass ihr mehrmals pro Woche diese hoffentlich mehrwertstiftenden Inhalte von uns erhaltet, könnt ihr euch erkenntlich zeigen, indem ihr einfach nur einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video hinterlasst, auch wenn es sich nur darum dreht, was ihr heute zum Frühstück hattet. Alle beide Maßnahmen sorgen dafür, dass wir eine höhere Relevanz vom YouTube-Algorithmus zugesprochen bekommen, somit unsere Videos auch mit mehr Menschen geteilt werden und das hilft schlussendlich dann auch beim Kanalwachstum. Zusätzlich findet ihr unter jedem unserer Videos in der Videobeschreibung eine Linkliste mit sehr wertvollen und interessanten Links. Ihr findet hier mitunter den Link zu unserer Homepage, zu unseren angebotenen Lernkursen, zu unseren Trainings und Coachings und zu sehr, sehr nützlichen Investment Black und Whitelists. Hier ist besonders zu erwähnen der Link zu unserem eigenen NFT-Investmentprojekt, welches euch nachhaltiges, automatisiertes Einkommen generiert. Ihr findet hier unten aber auch grundsätzliche Links, wie zum Beispiel die für Hardware, Wallets und Cold Storages mit dazugehörigen Online-Artikeln, damit ihr auch mehr Informationen darüber bekommt. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, zwei verschiedene Anbieter zu nutzen, die sogenannte Cross-Chain-Swaps durchführen. Und zu guter Letzt noch zwei Anbieter, die es euch ermöglichen, anonym und ohne Verifikation Bitcoin zu kaufen. Vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank für die Nutzung dieser Links und jetzt geht's los. Wir werden heute den USDM, also den US-Dollar des Mountain-Protokolls, verwenden, um zusätzliche Renditen mit ihm zu erwirtschaften.
Der USDM, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein vollkommen vertrauensloser und auch voll regulierter Stablecoin, der das dahinterliegende Kollateral in kurzlaufende US-Staatsanleihen investiert. Diese liefern momentan noch etwa 4,5 bis 5% Zinsen pro Jahr und diese werden dann auch, wie ihr hier seht, an die Stablecoin-Halter weitergegeben. Ihr habt, wie schon gesagt, hier einmal die Möglichkeit, den klassischen USDM zu halten. Da braucht ihr aber, um an die Rewards zu kommen, einen separaten Account bei USDM. Das ist natürlich für uns nicht so geeignet, deswegen nutzen wir den gewrappten USDM, der intern aufwertet und wir dann quasi einfach mehr zu guter Letzt, wenn wir den USDM wieder verkaufen, an anderem Asset zurückbekommen und dadurch sich dann eben die Rendite darstellt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir herausfinden, wie wir den USDM noch gewinnbringend einsetzen können. Hier kommt mal wieder DeFi Llama zum Tragen. Wir gehen hier einfach in die Sektion Yields und in den Unterbereich Pools rein und ich habe hier schon mal eine Vorselektion gestartet, wo mir alle USDM-Pools angezeigt werden. Wir wollen hier allerdings nicht ins klassische Stablecoin-Mining reingehen, sondern wir nutzen hierfür das Attribut Single Exposure. Das bedeutet im Endeffekt, dass uns nur die Pools angezeigt werden, die auch dafür verwendet werden, nur USDM reinzugeben, das heißt keine anderen Werte. Und hier haben wir einmal die Möglichkeit, über das IPOR-Protokoll eine sehr, sehr interessante Rendite abzugreifen. Wir sind hier auch auf der Arbitrum-Blockchain, das heißt, wir haben sehr, sehr günstige Transaktionskosten. Wir können genau dieses Ergebnis ignorieren, weil es ebenfalls noch einen USDM auf Cardano gibt. Das ist aber nicht der gleiche Stablecoin. Und hier auf Ethereum macht es nicht so arg viel Sinn, weil wir hier relativ hohe Transaktionskosten haben. Und deswegen werden wir uns heute den USDM-Pool des IPOR-Protokolls etwas genauer angucken. Das Interessante an diesem USDM-Pool bei IPOR ist, dass wir momentan noch kein Kontrahentenrisiko haben. Normalerweise ist es ja so, dass über das Bestücken der jeweiligen Pools, USDC oder gewrappte Staked Ether, wir auch gleichzeitig der Kontrahentenpool für die Trader da hinten sind, weil über die Liquidität in diesen Pools ja die Liquidität bereitgestellt wird, um diese Interest Rate Swaps für die Trader zu eröffnen. Da es aber noch keinen IRS für den USDM-Pool gibt, fällt dieses Risiko auch erstmal nicht ins Gewicht. Eventuell könnte das später noch mit dazukommen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich nur einen USDM-Pool, der für uns zusätzliche Renditen über verschiedene Wege erwirtschaftet. Wie ihr in dieser Renditekurve hier nun selbst sehen könnt, gibt es eine Basis oder eine Grundrendite in diesem Protokoll von etwas mehr als 9%. Und wir können mit dem zusätzlichen Erwerb des protokolleigenen Tokens IPOR in Höhe nur 2,5% der ursprünglich zur Verfügung gestellten Liquidität. Also als Beispiel, wenn ihr 1000 USDM zur Verfügung stellt, müsst ihr für 25 US-Dollar einfach nur IPOR-Token erwerben und diese dann ins Staking reingeben. Dann könnt ihr relativ unproblematisch eure Rendite gleich mal auf 13% steigern. Wichtig zu wissen ist, dass hier nicht nochmal eine separate Stablecoin-Rendite mit dazu kommt. Warum? Weil hier im Hintergrund, wenn ihr USDM in diesen Pool einzahlt, das Wrapping stattfindet. Das heißt, der USDM wird zu dem gewrappten USDM umgewandelt, um danach im Pool zu landen. Das ist eben der Grund, weil ich ja vorher schon erwähnt hatte, dass der gewrappte USDM ein Non-Rebasing-Token ist und dieses sind wesentlich einfacher in DeFi-Strukturen zu implementieren. Das bedeutet also im Umkehrschluss, ihr habt hier automatisch die Rendite des USDM und könnt hier über diesen kleinen Erwerb des IPOR-Tokens nochmal zusätzliche 8% oben drauf bekommen. Wenn dann der IPOR-Token vielleicht auch in den nächsten Monaten, wenn der Bullrun anfängt, über die Zeit etwas ansteigt, dann sind hier locker auch mehr als 20% möglich. Ihr könnt aber, selbst wenn der Kurs des IPOR-Tokens weiterhin so bleibt wie bisher, eure Rewards einfach nur reinvestieren, denn je mehr IPOR-Tokens ihr dann eben im Staking drin habt, desto höher steigt eure Rendite und irgendwann einmal seid ihr locker über 15, 16, 17, vielleicht sogar 18% angekommen und könnt richtig schöne Renditen auf euren Stablecoin erzielen. Zu der Letzt stellen wir noch miteinander fest, auch die Stablecoins im DeFi-Bereich entwickeln sich kontinuierlich weiter. Das Kapital, das bisher an der Seitenlinie unproduktiv gewartet hat, kann jetzt auch zusätzliche Zinsen abwerfen. Wenn diese zinsenzahlenden Stablecoins dann noch zusätzlich in Liquiditätspools zum Arbeiten geschickt wird, können sich relativ schöne Gesamterträge ergeben. Und zusätzlich wird einem noch die Wartezeit versüßt, in welcher man auf günstigere Kaufkurse bei den anderen Assets wartet. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, einen kleineren weiteren Anreiz, wie ihr mit eurem Kapital an der Seitenlinie umgehen könnt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch und wir würden uns freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Thank you.